Blaue. Ich möchte nur mal ganz, ganz, ganz kurz gucken. Wir haben schon wieder Fähigkeiten erhalten. Nee. Ja, warum zeigt er mir das dann an? Okay. Ob ich glaube es nicht, aber ich würde gern wissen, ob ich meine Waffen, ob ich das rausnehmen kann, aber ich glaube, ich kann das nicht rausnehmen. Ich glaube es nicht, nee. Oder? Warte mal. Kann ich sie? Nee, ne? Ach, scheiße. Was sagt man nicht? Entschuldigung. Okay, muss ich mal nachher in einem ruhigen Moment auf der Tempest machen. Jetzt sagt sie irgendwas und warum verstehen wir es nicht? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Vergessen wir nicht, was noch auf Habitat 7 passiert ist. Vor dieser Alien-Technologie muss man Respekt haben. Wir sollten es langsam angehen. Klar, wir folgen Ihnen. Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Es wäre also wirklich gut, wenn dieses Bauwerk hier etwas verändern könnte. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Jetzt, da die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Machen wir auch. Machen wir definitiv. Und dann suchen wir unser Fahrzeug. Oh, das kann ich auch scannen, gell? Oder? Schon gescannt? Da. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mit diesen Gebäuden auf dieser Seite an und arbeiten uns dann nach vorne. Da waren wir schon drin. Das kennen wir schon. Hier waren wir noch nicht drin. Das war zu. Kann man hier was scannen? Nee, ne? Okay. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Wenn Wände sprechen könnten. Mit genügend sensorischen Daten bin ich möglicherweise in der Lage, ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Wirklich? Sowas kannst du? Normalerweise wäre es unmöglich. Aber da dies ein Gebäude der Initiative ist, habe ich Zugriff auf eine Vielzahl von Daten und Matrizen. Okay, versuchen wir es. Ich... Heilige Scheiße, es funktioniert! Kriegen wir auch Ton? Ich arbeite bereits daran. Waren Sie in letzter Zeit mal draußen? An EOS ist überhaupt nichts golden. Ich sage ja nicht, dass es einfach wird, Wilcox. Aber wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. Das ist, als würden wir Geistern zuhören. Hier war nichts mehr. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Ich kann nicht doch aufmachen, oder? Nee, schade. Ich kann nicht aufmachen.
Boah, das sieht echt... Ich finde, das sieht immer ganz schön schlimm aus. Noch ein Code. So wie der, den wir schon gefunden haben. Das Audiolog machen wir gleich. Botanische Analyse. Neuer Eintrag. Was verbirgst du vor mir, Eos? Die Pflanzen weisen sporadisches Hyperwachstum auf, trotz einer Umwelt, die man als Sandstrahler einsetzen könnte. Ich vermute einen elektromagnetischen Auslöser. Ich habe ein Signal empfangen. Definitiv fremdartig, aber damit kenne ich mich nicht aus. Unsicher, ob bewusst gesteuert. Habe Vektor erfasst. Ende des Logs. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Okay, hier gibt es niemanden zu entdecken. Es klingt immer so. Aber gut, es sind wahrscheinlich die Geräte. Dann haben wir diese Gebäude abgeschlossen. Gehen wir auf die andere Seite. Was rum? Nö. Nachricht für Nick Taniopoulos. Die Leute hier reden. Sie sagen, Eos wäre nicht lebensfähig. Das ist nicht so, als haben wir schon gelesen. Ach, ich dachte gerade. Aber hier waren wir auch schon, ne? Hier haben wir, das haben wir auch schon gemacht. Haben wir hier komplett alles schon gesehen? Halt. Okay. Anscheinend, ne? Warte mal. Nee. Na? Konnten wir hier? Sandstürme, Strahlung. Was zum Teufel hat sich Addison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken? Eos sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet ist es die Reiz. Haben wir auch schon gehört, okay. Dann haben wir nur den Behälter praktisch übersehen. Okay, dann waren wir hier schon. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Eine Tür ging nämlich nicht auf in diesem Gebäude, hatte, meinte ich zu wissen, habe ich gedacht. Ja. Datenschlüssel Terry Frakes. Sie haben die Ration schon wieder gekürzt. Heute Abend gibt's Suppe mit ein paar Crackern für jeden. Hoffentlich sind wir morgen nicht zu hungrig, um das Südgebäude abzustützen. Aber sonst können wir nichts tun. Keine Lebensmittelsuche, weil das Wetter schlichtweg tödlich ist. Keine Landwirtschaft, bei dem Wind und die Nexus kann nicht gleichzeitig uns und sich selbst versorgen. Nein, gar nicht drüber nachdenken. Es wird gesagt, wir sollten auf die Nexus zurückkehren, aber wenn wir keine Antworten finden, wer dann? Wir haben es gewagt, unseren Fuß hierher zu setzen. Wir waren die Ersten. Ich und Theo haben geschworen, durchzuhalten, selbst wenn wir die Letzten sind. Ende des Logs. Natürlich konnten so die hier... So viele Schwierigkeiten. Wollte ich gerade sagen. Die Kolonisten haben trotzdem nicht aufgegeben. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Ja. Niemand hatte es ihnen gesagt. Sam und ich hätten ihnen helfen können. Sowas kommt nicht nochmal vor. Sonderanforderung. Geländegängiger Spährover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen.
Die Initiative hat davon nur ein paar gebaut. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Hier kommen wir nicht rein. Wir gehen gleich zum Nomad. Ich dachte, wir könnten hier rein. Liegt hier noch irgendwas rum, was wir erforschen können? Oh. Zum Beispiel? Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Neue Bolzen, Abreise. Login, leitender Vorarbeiter Adriano Fonesca. Heute haben die neuen Bolzen für den Unterschlupf ausprobiert. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie auch halten, wenn der nächste Sturm über uns hinwegfegt. Zumindest dürften diesmal die Einzelteile leichter zu finden sein. Shorty will eine Evakuierung zurück zur Nexus und sagt, zu viele Cat, nicht genug Wasser, keine Hoffnung. Lieber verkaufe ich Vorräte und schlafe an Deck, als noch eine Nacht wach zu liegen und den Stürmen zuzuhören. Kann nicht behaupten, dass er Unrecht hat, nachdem ich 3 Männer durch die Kette verloren hatte. Wollte ich auch von hier weg, aber ich habe ihn gefragt, was ich mich gefragt habe. Was hat die Nexus-Pionieren zu bieten? Ist EOS nicht das, wofür wir uns verpflichtet haben? Doch, ist es. Es muss. Ende des Logs. Hier gibt's nichts zum Scannen. Yay, Element Zero. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Okay. Gut, hier können wir dann ganz tolle Dinge erforschen und machen und tun. Alles klar. Ich würde mich jetzt noch nicht den Nebenaufgaben widmen. Ich gehe jetzt erstmal noch der Hauptstory hinterher. Die Nebenaufgaben machen wir dann wann anders. Vielleicht bevor wir, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal schauen, wie wir das unterkriegen. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Sieht aus, als wären die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Ah, warte mal. Ah ja, schön, Mods, gib her. Was ist das? War das das Zielfernrohr? Ich weiß es nicht mehr. Das will ich nämlich nicht. Was war denn der Verschluss? Das, nehmen wir das.
Und dann kann ich jetzt bestimmt auch, und das habe ich vorhin echt, mag den Liam nicht. Ich glaube, ich darf sich, ich finde den irgendwie total unsympathisch. Ich will den nicht haben. Geh weg. Geh weg, Liam. Nimm die Vetra. Ah, Vetra ist okay. Guck mal, wie groß die ist im Gegensatz zur Cora. Okay. Das ist ja toll, dass wir das hier ändern können. Können wir auch hier noch was ändern? Zeig mal. Was kann denn der schafft? Ich glaube, ich nehme eher den Schaft. Warte, jetzt habe ich... Warte mal. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht, ne? Oh ja, ich will es mal, ich probiere es jetzt mal ohne Zielfernrohr, weil ich finde das irgendwie, ich, es macht mich, glaube ich, sonst ganz kirre, warte mal. Oder warte nicht. Ja, ich finde es so, finde ich das ganz gut. Glaube ich. Schauen wir mal. Wird sich zeigen. Okay, Aufklärungsposten haben wir. Achso, ich muss den Container, ich dachte, ich kann den dort anfordern. Ist okay. Es war ein Fehler beim Denken. Ist okay. Hey, voll die Mädelstour, oder? Jawohl. Alles klar. Na kommt mal, liebe Damen. Wir machen jetzt einen Roadtrip. Hallo, du cooles Auto. Dich würde ich auch gerne mal fahren. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Okay. Wie fahre ich denn? So hüpfig. Wie fahre ich? Okay. Alles klar. Oh, es ist ungewöhnlich. Was ist das? Warte mal. Keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Gut. Alles klar, Sechsradantrieb. Vergessen Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft... Huhu, ist okay. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Alle erwischt. Echt? Wen haben wir denn erwischt? Wir haben noch gar nichts gemacht. Aussteigen bitte. Ich hole mal ganz kurz das da. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Ja, ist okay, habe ich schon. Ist okay. Ich wollte nur das Fluorid einsammeln. Die Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Okay. Geisel-Anomalie. Kann ich hier auch was entdecken? Okay. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von über uns. Da, sehen Sie, bei dem Gerüst. Was? Welches Gerüst? Ah, okay. Ah, guck mal da oben. Ja. Das haben wir gerade da oben. Okay.
Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Da hoch. Auf geht's. Oder? Hier hoch, ne? Na? Nein! Nein! Was machst du? Hallo? Hallo? Geh hoch! So, so habe ich mir das vorgestellt. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Ich glaube, das genügt. Oh. Zu professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst noch? Boah, also hier oben möchte ich nicht stehen. Ich habe eh Höhenangst. Da liegt was auf dem Felsen. Sollen wir da mal hin? Können wir da hin? Hopp. Guck mal. Platin. Juhu. Das war's jetzt, ne? Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wird instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Ihr Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuche es mal. Mit ihnen. Sofort. Wow, ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben. Aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß, ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber sie sind real, hm? Sind Sie denn real? Sie wollten mir doch sagen, wer Sie sind. Möglicherweise die Lösung für all Ihre Probleme. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh oh. Oh Mist. Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Später. Schalten Sie sie erstmal aus. Ja. Reißt euch in Stücke. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots. Das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als PB auch besser.
Danke für Ihre Hilfe mit diesen Dingern. Ich bin Ryder. Sie sind mir ein Rätsel. Ich studiere diese Glyphen seit Monaten. Sie kommen an und puff, gelöst. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn sie die ebenfalls aufwecken, führen sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Okay. Dankeschön für deine... Hey, wo willst du hin? Kann ich noch mit ihr reden? Warte mal, ich will gucken. Faszinierend, Sind Dinge wie diese auch für Sie der Grund, morgens aus dem Bett zu steigen? Na, wenn du's sagst. Alien-Geheimnisse auf feindlichen Welten lüften? Da fragen Sie noch? Ha, eine Frau nach meinem Geschmack. Folgen Sie meinen NAV-Punkten und ergründen Sie die Monolithen. Dann bekommen wir beide Antworten. Okay. Wie sind Sie hierher gekommen? Nach dem, was mit den Außenposten geschehen ist, hätte ich nicht erwartet, hier noch auf irgendjemanden zu treffen. Ich hatte eine Mitfluggelegenheit und musste den Flugplan ein wenig frisieren. Die Nexus wollte niemanden mehr riskieren. Oder damit niemand sieht, wie schlimm es hier wirklich war. Ja, es war traurig, aber es gibt hier noch so viel mehr. Und einige von uns wollen es finden. Wir sind doch nicht so weit gereist, um einfach nur rumzusitzen und nichts zu tun. Wie kommt sie denn von A nach B? Die Bots, denen wir begegnen. Sie hat einen Namen dafür? Irgendwie musste ich sie ja nennen. Die Beobachter fliegen herum und observieren jeden, der diese Tech berührt. Die Assembler stellen andere Relikte her. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht mit Fertigungswerkzeugen oder 3D-Druck. Und Brecher zerstören alles, was ihnen nicht gefällt. Also uns. Leicht zu merken. Wie kommt sie denn hierher? Also... anders formuliert, wie kommt sie von A nach B, wenn die Strahlung so hoch ist? Und sie hat ja kein Fahrzeug, oder hat sie ein Fahrzeug? Ist PB ein typischer Asari-Name? Ich habe ihn in meiner Zeit als Jägerin nie gehört. Oh, Sie wissen also ein paar Dinge. Schön für Sie. Ich weiß dafür andere Dinge. Es ist einfach ein Name. Er klingt gut, er ist schön kurz und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Oh, PB... Wir hoffen, diese Technologie kann die Atmosphäre umwandeln und Eos bewohnbar machen. Halten Sie das für möglich? Klar doch. Vielleicht. Möglicherweise. Diese Tech ist so neu. Ich meine, für uns. Hier ist sie alt. Wer weiß schon, wozu sie fähig ist. Wie alt genau ist sie? Sie war jahrhundertelang inaktiv. Was vermutlich gar nicht so alt ist. Aber lange genug, dass die Bedingungen total den Bach runtergehen konnten, falls das alles wirklich zusammenhängt. Haben außer Ihnen noch andere Leute ihr Lager auf Eos aufgeschlagen? Da wären die Cat, Clancys Bergungstrupp und ein zorniger alter Mann. Von wem reden Sie? Sagen wir, er ist hier, um Cat zu erledigen. Und es ist ihm egal, wessen Geräte er dabei zertrampelt. Okay. Okay, ich mache mich dann mal auf den Weg. Sehr gut. Es gibt so viel zu entdecken. Na dann. Fangen wir damit an. Machen wir, PB. Ich würde aber gerne mal hier die Überreste noch ein wenig plündern. Wenn es denn noch welche gibt. Ich mag dieses Geräusch. Finde ich irgendwie cool. Gibt's hier sonst noch etwas?
Nein. Wo ist mein Gefährt da? Ah. Das könnten wir eigentlich auch mal aktivieren. Wie fahre ich nochmal? So. Alle waren so aufgeregt, als die ersten Kolonisten hier runtergeschickt wurden. Nach all der Scheiße, die die Nexus durchmachen musste, hatten wir endlich etwas, woran wir glauben konnten. Bis dann die ersten Berichte eintrafen. Dieses Mal wird es anders. Ja, ich bin mehr als bereit, wieder daran zu glauben. Ich muss dahin, wo... dahin, okay. Dahin, wo die Lichtstrahlen rauskommen, gell? Ich habe mal diesen, diese Bergbaudrohnen-Dings gestartet. Oder? Ich glaube, das sehen wir es auch so. Ich weiß es gerade gar nicht. Können wir da hoch? Oder da lang? Ich fahr erst mal nach da. Ups. Upsala. Wir müssen hoch, ne? Warte mal. Folg mal der Straße. Hier vielleicht? Ja, warte mal. Wir müssen zu dem Ding da. Wie kommen wir denn da hin? Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Camp-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause werden. Jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie nach da oben kommen. Ah, hier vielleicht. Dieser Straße folgen. Ah, ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Was war das? Noch mehr Reliktbots, aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Geht nicht. Okay, warum greifen die uns nicht an? Oh, oh. Okay, wir lassen es mal so, oder? Solange die nicht angreifen. Hallo. Oh, ich weiß nicht. Oh, okay. Möchte ich gerne scannen, ja. Okay.
Interface. Starten wir gleich. Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Wir sind nah dran. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Sobald unser Linguist hier ist, werden wir dieses Rätsel lösen. Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich Kari wieder. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Oh nein. Nein! Verdammt! Die Relikte sind nicht nur Bots und blauer Himmel. Bleiben Sie vorsichtig. Sie wollten möglichst viele Daten retten, weil sie dachten, sie könnten vielleicht beim nächsten Versuch hilfreich sein. Ja, und dieser nächste Versuch sind wir. Okay, wir brauchen noch ein paar Glyphen. Sieht aus, als wäre es noch nicht vollständig. Die führen, eine führt zu diesem und eine führt zu dem. Dann gehen wir erst zu dem, okay. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Machen wir ja gerade, guck doch mal. Nicht schlecht, das hat offenbar funktioniert. Na? Oi, Mann. Manchmal zeigt es das an, dass ich hier hoch kann, ne? Manchmal nicht. Obwohl das eigentlich... Also ehrlich. So. Haben wir die erste Glyphe? Hui! Entschuldigung. So, manchmal muss es sein. Hui! Gute Arbeit. Ja, danke. Und jetzt? Ah. Okay. Lösen wir dieses Rätsel. Weg. So, dann lösen wir das Rätsel. Also, Reliktentschlüsselung. Entschlüsselung Override. Benutzen Sie einen Schlüssel zur Reliktentschlüsselung, um diese Konsole zu übernehmen. Kann ich das nicht selber lösen? Muss ich den Override nehmen? Entschlüsseln Sie, indem Sie dem Raster Glyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals auffinden. Weil ich würde den Entschlüsselungs-Override, den würde ich mir aufheben, oder? Bis es ein bisschen schwieriger wird. Könnte passen. Ja. Mhm. So vielleicht, oder? Perfekt. Wir sind drin. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Ist mein Auto da? Ein Landungsschiff der Kett! Oh nein! Hat man denn hier nicht mal eine Sekunde Ruhe? Aber echt, du sagst es.
Wer ist kann Schlauz sagen? Heide. Meine Energie, mein Leben, mein... Oh, ich bin fast tot. Ah, da oben. Okay. Bilde ich mir das nur ein oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Reliktech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Okay. Den Monolithen haben wir aktiviert. Jetzt brauchen wir noch einen. War nicht irgendwo ein Behälter? Ich dachte, hier war ein Behälter. Warte mal, ich scanne den mal ganz kurz. Cat Gesalbter, okay. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir zu dem da, ne? Oder? Nee, bei dem waren wir schon. Zu dem da drüben müssen wir. Können wir hier runter? Glaub nicht. Können wir hier... zurück bitte. Warte mal. Kommen wir denn hier am besten runter? Ich will immer einen kurzen Weg nehmen. Ja, vielleicht. Guck mal, geht. Erinnern Sie sich noch, wie wir damals in der Milchstraße die ersten Daten über Eos erhalten haben? Sie meinen, als sämtliche Orte als H gefolgt von einem Haufen Zahlen bezeichnet wurden? Ihr Vater hatte diese Daten in seinem Büro aufgehängt. Er kannte sie in- und auswendig. Ich habe mich damals immer gefragt, wie diese Welten wohl wirklich aussehen würden. Jetzt weiß ich es. Hier zeigt es mir irgendwas an. Schon wieder die Cat. Das sieht nach einer Art Cat-Einrichtung aus. Ja. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Shuttle im Anflug.
Geh weg. Tora, geh doch weg. Ach, scheiße, das war blöd gezielt. Ich glaube, das war's, oder? Warum Verstärkung? Wussten Sie, dass wir hier sind? Die erforschen natürlich auch diesen Planeten. Aber ich, ja. Sind gespannt, was sie wollen. Was denen ihre Aufgabe ist. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Okay, da bin ich gerade vorbeigelaufen. Ich glaube, das war's, ne? Oder? Nee. Okay, da drüben. Okay. Geh mal weg. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Das war ziemlich cool. Oh, klar war es das. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Oh, bitte, Drag, Schluss damit. Ventra, was machen Sie denn hier? Ich gehöre zum Pathfinder, diesem Pathfinder. Ventras Freunde sind auch meine Freunde. Nennen Sie mich Ryder. Drag. Nagmoor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Kroganer nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cat sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Kettbasen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was sie können. Schön ist es nicht. Drag, wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. So verlockend das ist, Vetra. Ich bin ein bisschen zu alt, um mich im Kampf um Menschen zu kümmern. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die.
Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. So. Wir erkunden natürlich. Können wir das Schiff noch ein bisschen erkunden? Ich weiß gar nicht, geht's hier rein oder raus? Zeig mal. Geht's raus? Nekropsie. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich nicht eindeutig übersetzen. Der Rest ist in Kettschrift verfasst. Ohne weitere Sprachstudien können nur einige wenige Wörter übersetzt werden. Teilübersetzung, niedrige Spezies, gewöhnlich und Entsorgung. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Kett. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Hier geht's bestimmt auch nach draußen. Ja. Gut, ist nicht gerade sehr groß hier. Abgefangene Toten. Auch wieder nur ein Teil, ne? Nur aus Spaß darauf geschossen. Es könnte stundenlang Dauerbeschuss verkraften, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. Diese Beobachter haben angefangen. Aus dem Shuttle. Das Zeug ist schwerer als es aussieht. Ohne Biotik hätte ich jetzt ernsthafte Probleme. Letztes Mal ist es mir voll auf meinen gefallen. Wieder meine Sensoren umgeworfen, um Deckung zu suchen. Diese knochigen weißen Arschlöcher sind nicht. Da lässt sich nichts übersetzen von den Forschungsergebnissen. Und hier auch nur eine Teilübersetzung. Dieser unbedeutende Idiot. Morgen. Und Krogane. Okay, wir können nicht alles übersetzen. Schade. Je mehr, desto besser, oder? Gut. Ja, wir müssen auch wieder Glyphen finden. Eins ist hier. Und eine ist hier. Und gibt es noch... Okay, zwei Glyphen. Hallo. Nein! Okay. So. Glyphe Nummer eins. Hä, hier war doch noch eine. Wo waren die andere? Hä? Die war doch auch hier, oder? Wo war die zweite Glyphe? Ich dachte, die war auf... Auf diesem... Was, auf diesem? Wasch, ah, da auf der. Kann ich es von hier aus machen? Schade. Wäre eigentlich... Reicht nicht. Naja, hätte ja sein können. Es hätte ja sein können. Das sollte es gewesen sein. Okay.
erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See. Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Ach, Pibi, wie könnte ich das? Ich mag die Asari. Oh! Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten Sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Okay. War das jetzt Zufall, oder? Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Wo ist unser Auto? Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja. Ich möchte auch mal so ein Ding fahren. Ups, da unten vielleicht auch nicht. Wenn man das so sieht, dann lässt man mich da bestimmt nicht einsteigen. Da unten müssen wir hin, ne? Da, wo sich die Strahlen kreuzen. Die übersehen wir jetzt mal gekonnt. Petra, was ist los? Sie seufzen die ganze Zeit. Wirklich? Tut mir leid. Sid hat angerufen und gefragt, ob ich ihr einen Timer, Medigel und 15 Paar Socken besorge. Das kann nichts Gutes bedeuten. Kann ich hier runter? Da unten, ne?